Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog. Heute am Samstag, den... Oh, weiß ich gar nicht. Ich guck mal schnell. Wartet. Den 9. Juni. Ja, es gibt nämlich neue Arbeit wieder mal. Und ich möchte euch jetzt das auch mal zeigen. Ist es jetzt so. Wir haben ein kleines Projekt hier am Laufen und zwar wollen wir hier, also ich erkläre das jetzt mal so gut wie es eben geht. Ihr seht es aber dann später auch noch. Ich will es nur nicht zu lang halten, weil das will ich alles in ein Video reinpacken. Auf jeden Fall ist es so, hier haben wir jetzt schon, also das heißt Hammer, also mein Vater und meine Mutter haben da schon mal das alles rausgerissen, haben das an die Seite geworfen. Jetzt ist natürlich, also dann soll jetzt das Zeug, muss ich noch rausreißen, was noch drin ist. Das sind alles Erdbeeren, sind aber alles Wilderdbeeren, die man eigentlich auch nicht so, also die jetzt nicht so gut sind. Und ja, und wir brauchen den Platz halt jetzt eben. Und auf jeden Fall reiße ich das raus. Dann später fahren wir mit der Rüttelplatte drüber. Und dann kommt Split rein. Oder es kommt erst Split rein, dann fahren wir mit der Rüttelplatte drüber. Und dann wird gepflastert. Also da kommen dann so viereckige Steine eben rein, quadratische. Und ja, und dann kommt eine Schaukel rein oder so eine, ja, wie soll ich das sagen, so eine Hängematte eben. Und so ist jetzt der Plan. Ich weiß jetzt noch nicht, ob alles klappt, das sehen wir ja dann, aber ich denke mal schon. Und also kann es ja mal zeigen. Also das hier kommt dann drauf. Ich weiß nicht, sieht man es? Jetzt sieht man es. Also es soll eben so eine Hängematte werden, wo eben dann auch so ein Fliegenvlies oder wie heißt das? So ein Netz drumherum kommt. Und dass man da auch von den Fliegen eben oder von den Mücken auch geschützt ist. Und ja, das kommt dann eben da rein. Also hier ist jetzt der Plan auch, der Bauplan. Und ja, das schauen wir uns dann an. Ja, ich mache jetzt auf jeden Fall das Zeug raus und dann, ja. Und dann später kommt der Rollsplit rein und ja, und dann festgerüttelt. Ja, die Pflastersteine drauf und dann, ja, dann werden die Fugen noch zugemacht und dann, ja, und dann wird es aufgebaut. Und das will ich jetzt dann auch euch, soweit wie es geht, noch zeigen. Und ja. Dann, das Teil zeige ich euch dann, wenn es aufgebaut ist oder wenn ich unterm Aufbauen bin, weil, ja, ich habe den Karton da liegen, aber das zeige ich euch dann, wenn es schon mal soweit ist. Gut, dann mache ich das jetzt mal und dann sehen wir uns später wieder. Bis später. So. Wird jetzt begradigt. Ja, wir begradigen das jetzt nochmal und dann haben wir eigentlich vor zu rütteln. Jetzt schauen wir mal, wie das Wetter wird. Also es hat jetzt angefangen zu regnen ein bisschen. Jetzt hoffentlich bleibt es trocken. Sonst können wir nicht rütteln. Aber ja,
Ja, das wäre jetzt nicht das Schlimme, aber das Schlimme ist halt, wenn es wenn es halt nass ist, geht es halt nicht mehr so gut. Und dann, ja. Aber jetzt haben wir es wieder einigermaßen gerade hinbekommen. Es schaut eigentlich richtig gerade aus. Also viel besser wie davor. Und ja, schauen wir mal, wie das dann wird. Für einige, die sich wundern, warum wir hier drauf pflastern. Also das, ja, schauen wir mal, ob das was wird. Das haben wir jetzt selber auch noch nicht gemacht. Aber das sehen wir ja dann, ob das was wird. Auf jeden Fall soll das halt jetzt, ja, gerade werden. Dann wollen wir drüber rütteln und dann kommt Split drauf. Und ja, und dann halt die Pflastersteine. Ja. Genau. Was? Ja, wenn das Haus ist, nur beim Zwicken schwimmen. Ja, die sind ja sowieso schon kaputt, ziemlich. Vielleicht sollte ich eine kleinere Schere geben. Ja, aber die ist auch schon uralt wahrscheinlich. Ja, das schaut jetzt schon richtig gut aus. Auf jeden Fall besser wie davor, da waren ja lauter Löcher drinnen. Ne. Ja, gut. Ja, dieses Mal sind wir alle am Arbeiten eigentlich. Also, wenn wir das schaffen, weil alleine schaffe ich das nicht. Ja, gut, dann schauen wir mal, ob es da noch mit dem Rütteln klappt. Wenn ja, dann filme ich das auch nochmal. Und ja, weil dann muss ich jetzt mal kurz einen Cut machen, weil sonst wird es zu lang. Ja, also es ist jetzt auf jeden Fall mal glatt. So der Stand der Dinge. Und dann schauen wir mal, wie das dann das Rütteln wird und das Pflastern. Ja.
ja, schon weitergekommen. Ich habe jetzt mal festgerüttelt, paar Mal, also naja, was heißt paar Mal, wäre ein bisschen untertrieben. Ich bin da jetzt schon sehr oft drüber gefahren, paar Mal im Kreis auch, eben verschiedene Richtungen, und es ist jetzt auch fest, also hier ist halt schon richtig fest. Da ist es halt, ja, ich weiß nicht, das Problem ist, wenn ich hier rumfahre, dann die Platte rüttelt ja, und dann wird zwar das unten drunter, was unter der Platte ist, festgerüttelt, aber das, was außen rum links, rechts ist, wird einfach wieder locker, und das ist halt ein bisschen der Nachteil. Deswegen muss man ja auch öfter drüber und rundherum. Ich höre jetzt bloß mal, ich beende jetzt nur mal den Vlog, weil erstens mal ist mein Akku fast leer von der Kamera. Zweitens donnert es jetzt die ganze Zeit schon. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch hält, das Wetter. Also ihr könnt mir jetzt mal alle reinschreiben, wie ihr das findet hier, das Projekt hier und alles. Ich denke mal, im nächsten Vlog werde ich das dann nochmal zeigen. Je nachdem, wann wir das fertigstellen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Restwochenende. Ich denke mal, es wird am Sonntag kommen, wenn ich es schaffe. Und dann, ja, oder einen guten Start in die Woche, je nachdem, wann es kommt. Und wünsche euch halt so noch einen schönen Tag, schöne Nacht, je nachdem, wann ihr es anschaut. Schreibt mir noch ein paar Kommentare, wie ihr das findet hier, das Projekt. Und wenn es noch Tipps gibt von eurer Seite, einfach reinschreiben. Wir sind da, ja, schon, denke ich mal, ziemlich dankbar. Also ich schon. Meine Eltern, denke ich mal, sind auch dankbar dafür, wenn da noch mal ein paar Tipps kommen von euch. Und ja, ansonsten, ja, also wer noch nicht auf Facebook oder also auf Instagram folgt, einfach den Link in der Videobeschreibung, dem Link folgen, und dann könnt ihr mir auch auf Instagram folgen, da poste ich auch immer wieder mal Bilder vom Garten, was einfach so ansteht. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit, bis zum nächsten Video, ciao, ciao, servus.